Was los? Die Kamera war aus. Ah. Oh. So, jetzt läuft's aber. Wieder von vorn. Und wieder von vorn, Leute. Ich glaube, meine Kamera war gar nicht aktiv. Die war zwar an, aber ich hatte quasi nicht auf Play gedrückt. Also hier nochmal herzlich willkommen an alle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, hinter mir eine ganze Reihe Motorräder. Ich glaube, was haben wir gesagt, Schatzi? 11 Stück? 10. 12 Stück? 10 mit uns. 10 mit uns? Ja. 10 Motorräder mit uns, also 8 Kollegen haben mich heute quasi besucht, haben teilweise wirklich langen Weg auf sich genommen, um jetzt hier nach Menden zu kommen, wo wir dann gemeinsam gestartet sind und es jetzt erstmal Richtung Sorpesee geht. Mit dabei ist der Duckstyle, Gummiente und der Nerikon, ja, Schatzi, meine Wenigkeit und noch so ein paar andere. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es alles Motovlogger sind. Also ich weiß, 2, 3 Abonnenten von mir sind dabei. Einer fährt auch eine V-Strom, allerdings das ganz neue Modell. Grüßt euch alle und wirklich riesen Dank an euch, dass ihr, wie gesagt, so einen weiten Weg teilweise auf euch genommen habt, um hier mit mir gemeinsam eine Tour zu fahren. Jetzt geht es erstmal Richtung Sorpesee. So, jetzt sammeln wir uns hier erstmal. Kommen sie alle. Okay. Und vom Sorpesee geht es dann weiter Richtung Finntrop runter, so ungefähr. Von dort aus dann geht es dann Richtung, ja, Westen, Richtung Biggesee, Attendorn, Olpe, da die Ecke. Am Biggesee werden wir die erste Pause machen. Und ja, und von dort aus geht es dann weiter Richtung, grob gesagt, Gummersbach. Wipperfürth, Marienheide, da die Ecke. Und dann geht es hoch Richtung Rade vorm Wald. Und dann haben wir ungefähr 150 Kilometer hinter uns. Und ja, und am Rade vorm Wald werden wir uns dann spätestens dort alle trennen, weil das ist ein Punkt, den ich mir speziell rausgesucht habe. Ich hatte natürlich vorher mal, ja, rumgehört, wo die Einzelnen herkommen. Und ich denke mal, dieser Punkt wird für alle fair sein, vom Rückweg her gesehen. Also jeder hat ungefähr dieselbe Strecke dann zu fahren nach Hause. Deswegen habe ich mir gedacht, lässt die Tour dann beim Rade vorm Wald enden und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht werden sich auch manche schon am Biggesee verabschieden. Schauen wir mal. Ja, mit dabei natürlich auch Schatzi. Hallo. Hörst du mich? Ja. Ja, wunderbar. Ja, heute ist offizieller Herbstanfang und das merkt man dann auch gleich an den Temperaturen. Heute morgens waren es, was hatten wir, Schatzi, 6 Grad oder so heute Nacht. Wo wir los sind, also schon raus, richtig kalt. Mittlerweile haben wir so 15 Grad, sagt hier die Frau Strom. Also es geht, es wird jetzt wärmer. Ich glaube, Spitzentemperatur soll heute sein, 18 bis 20 Grad. Lassen wir uns mal überraschen. Der September soll ja noch ganz gut werden mit Temperaturen über 20 Grad. Lassen wir uns überraschen. Also noch ist die Saison lange nicht vorbei. So, sammeln wir uns nochmal. Ach, das ist ein schöner Anblick. Richtig schön. So, kommt keiner. Wunderbar. So, jetzt muss ich hier quatschen, gucken, dass jeder mitkommt und mich natürlich hier auf die Route konzentrieren. Also wenn ich mal die ein oder andere... Alle da? Ja, sah so aus, als wären alle jetzt gekommen. Okay, also wenn ich hier mal die ein oder andere Schweigeminute hinlege, dann bitte verzeiht mir. Ja, den V-Strom habe ich jetzt von der Inspektion wieder bekommen. Ist ja klar. Ich habe euch ja gesagt, dass sie jetzt zur Inspektion kommen wird im letzten Video. Eigentlich wollte ich die Abholung auch gefilmt haben und einen kleinen Motovlog daraus machen. Allerdings genau war klar, zum dritten Mal in diesem Jahr, fing es dann an zu regnen. Genau dann natürlich, wo ich die Maschine bestiegen habe und losgefahren bin. Warte.
geiler Anblick im Spiegel. Mach mal langsamer, hier sind noch nicht alle da. Ja, ja. Ich glaube, jetzt sind es alle rüber. Dann unten auch noch mal warten. Sind ja alles große Männer, ne? Mhm. So, geht's jetzt hier links Richtung Arnsberg und Hachen auf der B229. So, ein bisschen blöd hier. Sind noch nicht alle da? Ja, ja. Ich warte ja. Ja. Alle da? Ja. Ja, wie gesagt, von der Inspektion abgeholt, fing an zu regnen, deswegen konnte ich da leider kein Video drüber machen. Aber ich kann euch ja mal kurz erzählen, was gemacht worden ist, beziehungsweise ihr wisst es ja eigentlich schon. Öl wurde gewechselt, Bremsflüssigkeit wurde gewechselt, die Kupplungsflüssigkeit, was ja eigentlich auch eine Bremsflüssigkeit ist, wurde gewechselt. Kleine Durchsicht hat sie bekommen, keine Auffälligkeiten wurden festgestellt. Ach so, genau, und mein Kettenöler Nemo 2, der war natürlich leer, aber das hatte ich ja glaube ich auch als Fotos angefügt im Video. Der Tank, der ist jetzt wieder voll, ich habe ihn befüllt, aber ich habe noch gar nicht dran gedreht, fällt mir ein. So. So, jetzt habe ich mal 90 Grad dran gedreht. Dann kriegt die Kette mal wieder ihr feines Öl von Putuline oder Putuline. So, jetzt sind wir ja auch gleich schon am Sorpesee. Wir fahren jetzt hier quasi Richtung Hachen. Jetzt geht es hier gleich rechts nach Tiefenhagen bzw. durch Tiefenhagen durch Richtung Sorpesee. Ja, ich bin richtig aufgeregt, Leute, aber ist ja klar, ne? Ist ja verständlich. Stellt mal vor, ihr macht ein Video, lädt einfach mal so ein paar Leute in eurer, ja, in euer Heimatort ein. Ja, postet diese Idee im motovlog.de Discord-Channel und in meiner WhatsApp-Gruppe und da haben sich doch dann tatsächlich welche wirklich bereit erklärt, heute mitzufahren und teilweise, wie schon erwähnt, wirklich einen langen Weg auf sich zu nehmen. Gut, lang ist natürlich relativ, aber so über Landstraße sind so 150, 200 Kilometer doch schon relativ lang. Manche mussten um 6, halb 7 schon losfahren, damit so um 9:30 pünktlich hier am Treffpunkt sind. Das ist schon eine Ausnummer. Also wie gesagt, hier nochmal riesen Dank. Ich bin so gehypt von euch allen. Vielen Dank. Ja, ich denke mal, der ein oder andere wird natürlich auch die Kamera dabei haben. Ich habe jetzt nicht so darauf geachtet, wer jetzt genau eine Kamera dabei hat. Nerikon hat auf jeden Fall eine Kamera dabei. Der Duckstyle hat eine Kamera dabei. Die Gummiente wird eine Kamera dabei haben. Und ja, da wird es, denke ich, auch das ein oder andere Video geben. So, die will auch links, das passt. Alle da? Ich glaube schon, ne, Schatzi? Ja. So, da sind wir schon am Sorpesee. Das wird wahrscheinlich der ein oder andere sagen, ach, guck mal hier, ne? Das habe ich doch immer im Video gesehen beim Ride Alone. Ja, viel los ist noch nicht, ist klar. Wir haben Samstagvormittag, 10:30 jetzt, kurz vor 10:30. Ich denke mal, die meisten sind noch im Bett und kurieren sich aus. Von der harten Arbeitswoche natürlich, nicht von der gestrigen Superparty. Ich habe mich an letzte Stelle gesetzt.
Was denn? Ich habe mich an letzte Stelle gesetzt. An letzte Stelle, ja, ja, wunderbar. Hauptsache wir verstehen uns noch, sonst bringt es auch wenig. Ja, wenn du mich nicht mehr verstehst, weißt du, dass es zu weit weg ist. Okay. Da muss man ein bisschen langsamer werden. Oder setz dich gleich mal an die drittletzte oder so. Dann macht es auch Sinn, dass deine Rückfahrkamera läuft. Boah, hier, der Moped-Treff hat auch noch zu. Ja, natürlich wird heute nicht gerast. Es wird heute selbstverständlich absolut STVO-konform gefahren. Allein auch aus dem Grund, weil wir halt jetzt hier 10 Leute sind und alle mitkommen müssen. Und ja, damit ich ja auch den Überblick behalte, ob auch alle mitkommen. Und so kann ich auch sicher gehen, dass ich auf jeden Fall nicht zu schnell gefahren bin und auch nicht zu langsam, wenn wir uns hier wirklich strikt an die Geschwindigkeiten halten. Ja, ich glaube, ich rede zu viel, wa? Wieso? So, der will jetzt hier rein oder er lässt uns vorbei, das kann auch sein. Ach, schön, Leute. Und das mit so vielen Gleichgesinnten im Schlepptau. Herrlich. Ja, ist richtig angenehm. Was denn? Ist richtig angenehm. Ja. Also ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall im nächsten Jahr spätestens wiederholen, so eine Tour, dass ich euch vorher Bescheid sage. Und versuchen werde, da noch mal sowas zu organisieren mit 10 Leuten, vielleicht auch sogar 15 Leuten. Mal schauen. Ist natürlich auch immer alles davon abhängig, ob alle an dem Wochenende Zeit haben, Lust haben, ob das Wetter dann auch passt. Meistens macht ja dann einem das Wetter dann einen Strich durch die Rechnung. Boah, geil, ey. Das erinnert mich so richtig an die Motoflog.de Tour, Schatzi, ne? Mhm. Jetzt weiß ich mal, wie sich der Röntreiber gefühlt hat. Ja, hier auch einen herzlichen Gruß an Röntreiber, der leider heute nicht dabei sein kann, weil eben sein Anfahrtsweg den Rahmen gesprengt hätte. Ich glaube, der hätte 300 oder 400 Kilometer sogar fahren müssen, weiß ich gar nicht. Der Tosa RS kann leider auch nicht dabei sein. Auch schöne Grüße an dich, Tosa bzw. Michel. Er hätte auch einen Anfahrtsweg von rund 400 Kilometern gehabt. Ist natürlich auch zu weit, obwohl er wirklich stark überlegt hat. Aber ich habe gesagt, hör mal, das willst du doch jetzt wirklich nicht bringen. Also ich würde es mir nicht zutrauen und ich würde es auch nicht machen. Ich meine, so ein großes Event ist es jetzt auch nicht, dass es sich wirklich lohnt. Und wenn, dann würde ich auf jeden Fall eine Übernachtung mit einplanen. Ja, also da denke ich mal, werde ich auch mal die ein oder andere Tour mal in Süddeutschland starten, dass dann die Leute in Süddeutschland auch mal eine Möglichkeit haben oder mal einen kürzeren Anfahrtsweg haben wie heute. Ja, wenn es dann nochmal heißt, wer hat Bock mit Ride Alone und Schatzi zu fahren. Ja, alleine fahren hat natürlich gewisse Vorteile. Man muss auf gar keinen Rücksicht nehmen. Man kann sein Tempo fahren, was man möchte. Die Strecke fahren, die man möchte und so weiter. Pause machen, wann man möchte. Ja, ohne halt auf andere Rücksicht zu nehmen. Allerdings, ja, hin und wieder mal eine große Tour mit mehreren Leuten zu fahren, macht natürlich auch wirklich mega Bock. Ach, jetzt sage ich auch schon mega. Ne? Man kann ein paar Benzingespräche führen in den Pausen und so weiter. Ja, und überhaupt das ganze Erscheinungsbild hier, das macht schon ganz schön was her. Wenn man hier mit mehreren fährt, hat das auch schon irgendwo seinen Reiz. Auf jeden Fall. Und nein, ich werde mich nicht umbenennen. Mein Name Ride Alone bleibt. Der hat sich mittlerweile so eingebürgert. Jeder hat sofort oder weiß sofort, wer Ride Alone ist. Hat ein Bild vor Auge. Ah ja, das ist ja der mit der V-Strom. Ach schön, Leute hier. Den Schweden gefällt es auch. Oh, Eiswagen noch nicht da heute, wa? Ist so kalt noch. War Mensch, der hat ein richtiges Geschäft gemacht hier. Mit uns? Mit uns, ja. Meinst du, hätten wir hier Pause gemacht oder was? Nein.
Spaß. Ja, also. Ja, ich hoffe, die 150 Kilometer sind nicht zu lang oder nicht zu kurz gewählt, aber ich denke mal, so im Schnitt passt das, weil wie gesagt, manche müssen ja danach nochmal so rund 100 Kilometer vielleicht nach Hause fahren, sodass da ja insgesamt bei dem einen oder anderen 300, 400 Kilometer auf dem Tageskilometerzähler hinterher stehen werden. Deswegen wollte ich es jetzt nicht übertreiben. Ich hatte so den gleichen oder die gleiche Route geplant mit ungefähr 50 Kilometer mehr, 60 Kilometer. Das waren da so 210 Kilometer. Da wären wir noch ein bisschen weiter gefahren als Finnentrop und Eslohe die Ecke und dann ein Stückchen wieder hoch Richtung Biggesee. Wie gesagt, dann wären wir so auf 210 Kilometer gekommen, aber ich wollte es auch nicht übertreiben, weil wie gesagt, die Kollegen haben teilweise einen relativ langen Anfahrtsweg gehabt und müssen hinterher auch noch mal nach Hause fahren und nach Hause kommen. Und das am besten, bevor es dunkel wird. Alle da? Ja. Du bist auch da. Du bist immer die Letzte da hinten? Ja. Gut, dann muss ich immer auf neonfarbene Felgen achten. Wieso? Du brauchst nicht mehr reden. Das ist dann der Schluss. So, jetzt geht es hier Richtung wilde Wiese, grob gesagt. Ich kenne ja auch viele von euch, die jetzt hier regelmäßig meine Videos geschaut haben. Alle da, wunderbar. Wenn irgendwas ist da hinten, ne, Schatzi, dass sich die Gruppe auseinanderzieht, dann sag Bescheid. Wenn was? Wenn sich die Gruppe auseinanderziehen sollte, dann sag Bescheid. Ne? Ach so, ja. Ja, ja, das hörst du ja, wenn du mich nicht mehr hörst. Geht es jetzt hier rechts Richtung Finnentrop und Plettenberg. Oh, ist das geil. So, hörst du mich noch? Ja, fertig. Ach, da kommt ein Auto. Ich bin jetzt auch da. So, warten wir noch mal eben die Autos ab da, ne? Mhm. Oh, zieht mal alles schnell durch. Alle mitgekommen? Ja. Wunderbar. Ja, morgen werden wir auch noch mal eine kleine Tour fahren, beziehungsweise ich werde auf jeden Fall eine kleine Tour fahren, auch ungefähr jetzt hier so dieselbe Strecke wie heute. Auf jeden Fall wird es auch wieder Richtung Biggesee gehen, also im Moment bin ich so im Biggewahn, im Bigge-Feeling. Also vielleicht wird es für den einen oder anderen dann schon langweilig werden, jedes Mal Biggesee, aber nun gut. Letztes Jahr war immer schöne MT01, war es fast jeden Tag Sorpesee, ne? Oder Möhnesee. Ja, und dieses Jahr ist es dann häufiger mal der Biggesee gewesen oder geworden. So, was sagt die Sparkasse? 19 Grad in der Sonne. Ja, schön. Frau Strom sagt 15 Grad im Schatten. Geht es jetzt hier gleich links? Ich hoffe mal, die LKW fahren geradeaus. Jetzt geht es hier Richtung Fretta. So, kommt keiner. Denke ich mal, dass alle mitkommen.
Ja, jetzt kommt ein Auto da vorne. Mal gucken, ob sie mitkommen. Muss da einer warten? Nein, sind drüber. Alle da? Ja. Okay, dann wird es jetzt, glaube ich, schön. So, geht es jetzt hier nach Schönholthausen. Siehst du mich, Schatzi? Dann mach mal langsam da jetzt. Ja, ja, mach langsam. V-Strom. Okay, bist du da? Ja, die anderen zwei kommen jetzt auch. Warte. Ja? Ja, jetzt kannst du da ein bisschen. Jetzt hier nach Grevenbrück links. Und sind wir mal geradeaus gefahren. Ja, bin mal gespannt. Also neue Strecke hier. In St. Klar sind wir. 30, jawohl. Sind alle da? Alle da? Wo müssen jetzt hier 30? Achso, hier wegen der Kreuzung. Oder? Wir hätten gerade eigentlich abbiegen müssen. Aber wie das eben so ist, ne? Schatz, sie schaffen das alle? Ja, alle ja? Da. Alle da? Ja. Okay. So, auch eine neue Straße hier, auch für mich. Bin ich noch nicht lang gefahren.
vorbei. Oder bin ich hier doch? Ich bin hier, glaube ich, schon mal entlang gefahren. Allerdings von einer anderen Richtung aus. Ja, ich meine, sogar ich meine, dass wir hier schon mal lang gefahren sind. Ja, ne? Mhm. Ja, nimm einen Kreisverkehr, wenn sie einfach nach geradeaus fahren sollen. Oh, schön. Moment. Einer kommt nicht hinterher. Da ist ein Auto und ein Trucker vorgefahren. Ja? Ja, einer ist nicht hinterher gekommen. Ja, komm, dann halten wir mal eben kurz hier an. Haben sie uns nicht rausgelassen? Ne. Ja, das ist dann eben so das, der Nachteil, ne? Wenn man, je größer die Gruppe wird. Aber wie schon erwähnt, hat es auch eine Menge Vorteile. Hier auch eine große Gruppe. Schön. Oh, noch eine Gruppe. Und jetzt haben wir einen Trecker vor uns. Ja, schön. Ja, schön. Ah, schön. Was macht er denn da jetzt? Ist er bekloppt? Na, das hat es ja jetzt voll gebracht, ey. Das hat's jetzt. Da kriegst du einen ganz dicken Daumen für. Was hat er gemacht? Ja, er hat jetzt gerade ein Auto überholt. Wo sowieso nur 50 erlaubt ist. Guck mal, der erste grüßt nicht und die beiden hinteren, das waren glaube ich die Erstfahrer, ne? Die grüßen. Ja. Dann hat der erste wahrscheinlich auch konzentriert aufs Navi geguckt. Ja, wahrscheinlich. So, jetzt geht's hier gleich. Rechts. So, geht's jetzt hier Richtung Olpe, Rieflinghausen und Repe. Und natürlich wieder ein Auto vor uns. Ganz toll. Oh, geile Ansicht hier. Geht's jetzt weiter nach Bremge? Oh, Robert gibt aber noch ein bisschen Gas. Ich bin so richtig happy, dass das heute auch vom Wetter her vor allen Dingen geklappt hat, dass der Wetterbericht ja Wort gehalten hat und dass natürlich alle Kollegen ihr Wort gehalten haben. Man kann ja immer viele schreiben, ja, ride alone, ich komme auch und so weiter. Nee, aber es haben wirklich alle ihr Wort gehalten und waren wirklich überpünktlich am Treffpunkt. Super, super geil, Männer. So, da sehe ich schon das erste Wasser vom Biggesee hier auf der Karte, vom Kali. Mhm. Dann sind wir gleich da, mein Engelchen, ne? Ja. So, da ist schon hier die erste Staumauer. Ja,
man merkt, es fängt an herbstlich zu werden. Ne? Die Blätter fallen. Ja. Heute ist ja auch meteorologischer. Meteorologischer? Ja. Kannst du ja aussprechen. Herbstanfang. Jetzt machen wir hier die erste große Pause. Oder die erste Pause überhaupt. Besser gesagt, werden uns dort was essen, ein bisschen was trinken. Ja, uns näher kennenlernen, denke ich mal. Ein oder andere Witzchen austauschen. So schön. Herrlich, Leute. Schön, schön. Wir sind doch letztes Mal auch von dieser Richtung gekommen. Ja. So, da ist jetzt einmal die Seesicht, so heißt das Lokal, das ist ein Moped-Treff. Es scheint aber ziemlich überlaufen zu sein. Da fahren wir hin, wa? Wo? Oder wollen wir zum Biggegrill? Mir egal, mach einfach was. Guck mal, da war alles frei. Könnte ein Bigger auch sein. Ja komm, fahren wir zur Seesicht, wa? Was machst du denn jetzt? Ja, ich fahre hier einmal im Kreisverkehr. Gut. Wenn sie wieder sagen, Mensch, weil der Lohn, was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los? Goldene Felgen, geil. So, ist das auch mal was Neues für mich hier. Ja Leute, ich würde sagen, bis gleich, haut rein. Im zweiten Teil sehen wir uns wieder. Ja, komm hier runter, Schatzi. So, jetzt geht das Gepuzzle los hier, ne? Ja, also bis gleich, meine Lieben. Haut rein.